Hallo Leute, hier ist euer Kanal Dampferhexe und ich bin Yatja. Und heute möchte ich euch wieder ein Liquid vorstellen, beziehungsweise ein Aroma. Und zwar Buttermilch-Zitrone. Ellies Buttermilch-Zitrone. Das habe ich von aromashopping.de. Den Link lege ich euch wie immer unten in die Infobox. Ich habe das angemischt mit 50-50 Base. Und 2,5% Aroma dann da rein. Ist auch nicht viel. Ne? Und so sehen meine Fläschchen aus. Das ist jetzt in einem 20 Milliliter. Und reifen gelassen habe ich es also 2 Wochen. Ja, dann schmeckt es am allerbesten. Und ich dampfe das also sehr gerne. Jetzt habe ich es im Aerotank von Kangatec im Mega. Und auf meinem Eisstick 50 Watt. Und fangen wir mal mit 10 Watt an. Also ich habe es ohne Nikotin und da merkt man also schon, selbst bei 10 Watt, die Zitrone ist nicht aufdringlich, überhaupt gar nicht, dass man, also als wenn man eine Zitrone beißt, dass es so säuerlich ist, überhaupt gar nicht. Ganz leicht, man weiß, es ist Zitrone. Auch ohne, dass es einem die Backen zusammenzieht. Also es schmeckt süßliche Zitrone, das auf jeden Fall. Und das Witzige ist, es ist ja Dampf. Und es ist nicht, als wenn man eine Milch trinkt. Buttermilch, Zitrone habe ich auch so schon mal getrunken. Die gibt es zu kaufen. Und das ist fast 1:1. Also nur ohne, dass man halt eine Flüssigkeit trinkt. Aber der Geschmack, den man danach auf der Zunge hat, der ist 100% genauso. Das ist so witzig. Und ich habe schon einige Liquids probiert. Oder auch Aromen. Aber das kommt dem wirklich so nah, das ist schon witzig, ja. Ja, die Zitrone merkt man auf der Zungenspitze und die wird aber beim Ausatmen, wird die sofort weniger und auch überhaupt gar nicht aufdringlich, ganz und gar nicht. Und aber das Milchige, so als hätte man wirklich Buttermilch oder auch Milch getrunken, das merkt man rechts und links an der Zunge. So richtiges, milchiges, ganz leichtes Aroma, Geschmack. Also es ist wirklich faszinierend. Faszinierend. Jetzt gehen wir mal ein bisschen höher. Allerdings nicht arsch viel. Weil ich weiß aus Erfahrung, dass das dann gerne wie angebrannte Milch schmeckt. 15 Watt. Ja, jetzt kommt der Milchgeschmack noch ein bisschen, also Buttermilchgeschmack kommt noch ein bisschen stärker durch. Und die Zitrone versteckt sich jetzt was. Also die ist bei niedriger Wattzahl, ist die sehr dominant, aber auch nicht zu viel, also auch nicht, dass man sagen könnte, oh, jetzt habe ich in eine Zitrone gebissen. Also so auch gar nicht. Also mein Sweet Spot bei der Kombination mit Buttermilch-Zitrone ist 12 Watt. Da ist also genau ausgewogen und ausgeglichen. Das ist für mich persönlich natürlich, ist das einfach perfekt. Jetzt hatten wir es eben bei 10 Watt, da war die Zitrone dominanter und jetzt ist die Milch dominanter. Die Buttermilch ist jetzt dominanter und die Zitrone versteckt sich dahinter ein bisschen oder darunter, wie man möchte. Und mir persönlich schmeckt es immer noch natürlich, aber es ist einfach, die Milch ist zu dominant. Ne, die nimmt die Zitrone so weg und jetzt schmeckt es für mich persönlich also wie reine Buttermilch. Ein bisschen. Wenn man jetzt noch höher gehen würde, wäre es wahrscheinlich noch ein bisschen extremer. Machen wir auch ruhig mal. Können wir ja auch mit dem Aerotank.
Jetzt ist also die Zitrone immer noch sehr unten drunter so verschwunden. Mir persönlich viel zu wenig, weil ich mag das gerne, das Frische, dieses Zitronenaroma, was zusammen mit dem etwas dumpferen, schwereren Buttermilch-Aroma, was dem Ganzen so den Kick verleiht und das so ein bisschen anhebt. Ich mag das unheimlich gerne. Also mir persönlich ist das schon zu viel, weil da verschwindet die Zitrone so unter der Buttermilch. Und das, man hat auch so dieses milchige Gefühl sogar, den Geschmack auf jeden Fall auf der Zunge. Also es ist ein Bombenspitzenaroma, anders kann ich das überhaupt gar nicht beschreiben. Es ist einfach nur klasse. Jetzt bin ich also wieder bei 12 Watt, 12,8 ganz genau. Und jetzt habe ich Zitrone und die so mit der Buttermilch spielt, so ein bisschen. Ah, das ist ganz toll. Das ist also, ja. Die Zitrone alleine würde mir nicht schmecken und die Buttermilch alleine wäre mir auch zu dumpf. Aber das beides zusammen, das ergänzt sich unheimlich gut. Also es ist ein super Aroma. Und bei 2,5% Mischungsverhältnis, das reicht auch. Das ist vollkommen ausreichend. Kann man natürlich auch mehr oder weniger. Das ist ja jedem selber überlassen, wie halt die Geschmäcker sind. Aber mir reicht 2,5%. Puff, Ende. 50-50 Basis. Und das ist vollkommen ausreichend. Wie gesagt, reifen lassen. Ich habe es also ausprobiert. Ich habe jeden Tag habe ich es gedampft. Und das ist wirklich, also eine Woche mindestens. Mindestens eine Woche. Und dann wird es, man merkt es also, es wird immer nicht stärker, aber intensiver und vor allen Dingen leckerer. Leckererer. Ich zeige euch nochmal das Fläschchen. Also von Ellis und im aromashopping.de bekommt ihr das. Den Link lege ich euch wie immer unten in die Infobox. So, das soll es für heute schon gewesen sein. Ich wollte euch nur das Buttermilch-Zitrone von Ellis mal vorstellen. Sollte euch das Video gefallen haben, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr mir einen Daumen hoch gebt und ihr könnt auch gerne meinen Kanal abonnieren. So, das soll es aber jetzt endgültig gewesen sein. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag.